Hallo Freunde des guten Geschmacks, heute geht es um den Dung Beetle und ich erzähle euch alles, was ihr wissen müsst zum erfolgreichen Jagen unseres kleinen Goldstückchens. Ja, ihr Lieben, wir wollen uns heute zusammen einen Dung Beetle schießen. Besser gesagt, zähmen. Schießen passt in diesem Fall nicht. Wir müssen den Dung Beetle genauso zähmen wie den Gigantopithecus und zwar im Passivmodus. Wir benötigen dafür entweder Spoiled Meat bzw. Gammelfleisch und natürlich alle möglichen Arten von Scheißhaufen. Und zwar ja, fängt's an bei Human Feces, das sind die kleinen Heldenhäufchen. Danach können wir auch noch die Small Animal Feces verwenden, die Medium Animal Feces oder natürlich die Large Animal Feces bzw. die ganz großen Häufchen. Der Dung Beetle. Wo finden wir ihn? Hauptsächlich natürlich im Höhlensystem, auf der Island auf jeden Fall. Bei The Center haben wir jetzt ja nun auch die Möglichkeit, sie in den Bergen zu finden, je nachdem, wo ihr jetzt gerade drauf spielt. Laut Internetdossier ist der Dung Beetle ein Passivbewohner in Ark. Das kann ich so nicht unterstreichen, denn trotz Bugspray greift mich dieser kleine, süße Fratz regelmäßig an. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, aber irgendwie will dieser kleine süße Dung Beetle nicht so, wie ich will. Ich meine, das war jetzt mal ein Glückstreffer gewesen, dass der endlich mal stillgehalten hat, was ihr jetzt gerade im Hintergrund seht. Also ihr müsst einfach nur eure Futterform auf Null packen und dann natürlich, genau wie beim Gigantopithecus, wenn ihr hinter ihm steht, einfach E drücken und schon wird er gezähmt. Am besten verwendet ihr dafür Large Animal Feces. Das sind ja diese großen Dino-Häufchen. Wie gesagt, das Hauptproblem beim Dung Beetle ist, wenn er erst einmal in diesen Rage-Modus gerät, sozusagen ja, auf Angriff geschaltet ist, dann ist es wirklich sehr schwer, den wieder zu beruhigen. Und ich hatte wirklich ganz große Probleme, so einen Beetle zu bekommen, der ja ruhig gehalten hat, weil irgendwie trotz Bugspray sind die immer wieder auf mich aufmerksam geworden und ja, haben mich angegriffen. Aber wenn alles gut läuft und ihr dann dahinter steht, das seht ihr jetzt ja auch da oben, dann dreht ihr euch einfach immer wieder mal zu dem kleinen Beetle. Ihr müsst natürlich auch immer die Augen offen halten. Gerade in den Höhlen ist es natürlich nicht ganz ungefährlich. Da sind natürlich sehr viele Titanoboas, Spiders und natürlich auch noch ganz viele andere fiese Viecher. Aber es macht auch wirklich Sinn, sich so einen Dung Beetle wirklich in den Stall zu stellen. Denn ja, die sind super nützlich. Sie produzieren, wenn man sie auf Wandern stellt und Fieses, also sprich Häufchen, in die reinpackt, produzieren sie uns automatisch Fertilizer und Öl. Also es ist wirklich sehr, sehr nützliches kleines Tierchen und ich finde, die sehen auch irgendwie toll aus. Die glänzen wirklich schön. Das haben die wirklich sehr, sehr toll gerendert und das sieht grafisch wirklich sehr, sehr nett aus. Also es macht wirklich Sinn, sich wirklich die Arbeit zu machen und so einen Dung Beetle zu zähmen. Reiten können wir ihn leider nicht, deswegen ist es völlig egal, wann ihr euch so einen Käfer zähmt. Ich empfehle euch, das wirklich rechtzeitig zu machen, denn beide Ressourcen, Fertilizer und natürlich auch das Öl, brauchen wir immer. Also es macht wirklich Sinn, sich so einen kleinen süßen Beetle zu zähmen. Sattel können wir leider nicht dafür bauen und natürlich benötigen wir auch zum Zähmen keine Narcotics, denn wir machen das ja im Passivmodus. Und ja, weiter braucht man dazu nichts sagen. Also ihr könnt Glück haben, ihr könnt auch Pech haben. Mal läuft's besser, mal läuft's schlechter, aber so ist es ja immer im Leben. Deshalb müsst ihr ein bisschen Ausdauer beweisen und immer mal wieder neue Anläufe versuchen. Aber am Ende wird das mit eurem Passivzähmen auf jeden Fall auch funktionieren. Ich empfehle euch auf jeden Fall, Bug Repellent mitzunehmen. Auch wenn es nicht wirklich beim Mistkäfer wirkt, aber zumindest auch bei den ganzen anderen Tieren, die dort natürlich in den Höhlensystemen ihr Unwesen treiben. Also ihr habt auf jeden Fall weniger, ja, Ärger mit diesem Bug Repellent. Ich empfehle euch auch ein, zwei Bug Repellent mehr einzustecken, denn ja, die Höhlensysteme sind wirklich sehr gefährlich und es kann nie schaden, ein Bugspray mit dabei zu haben. So stellt ihr Insektenspray in Ark her. Wir benötigen ein Mortal und Pestel, 6 Pelz, 2 Narkotik, 4 Citronal und 4 Rockerroots. Wie gesagt, beim Mistkäfer funktioniert dieses Bug Repellent so gut wie überhaupt gar nicht. Aber wie gesagt, die anderen Tiere werden auf jeden Fall damit auf Abstand gehalten. Mein Fazit zum Dung Beetle, besser gesagt zum Mistkäfer.
Also ich habe immer einen im Stall stehen, denn ich finde diese Tierchen wirklich mega nützlich und ich finde, die sehen auch wirklich gut aus. Die glänzen so schön in der Sonne, das sieht wirklich total schön aus, sehen wirklich wie wandelnde kleine Perlen aus. Ich finde die total toll. Und ja, also ich finde die einfach super und wer kann kein Öl und kein Fertilizer gebrauchen, also das braucht man immer. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und habt es jetzt ein wenig leichter, diesen Dino zu zähmen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet und meinen Kanal abonniert. Und ja, wenn ihr Fragen habt, immer runter unter die Kommentare und ich freue mich natürlich über jede Interaktion mit euch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß in Ark und bis zum nächsten Mal.